Wie geht's, was geht, Leute? Guten Morgen. Wir fahren heute zu einer Haushaltsauflösung. Meine Freundin hinter der Kamera, die findet das alles heute ein bisschen. Ich hatte schon so ein paar Sachen gefunden, die ich gerne haben möchte. Drück mir die Daumen, dass ich noch mehr finde. Und dann würde ich sagen, let's go. Und eins noch, keine Werbung natürlich, aber Coke Light aus der Glasflasche, bestes Getränk. Let's go. So Leute, wir sind jetzt da. Ich denke mal, ich nehme euch nicht mit rein, film dann nichts, da wir die Privatsphäre natürlich berücksichtigen. Nach 600 Metern links abbiegen auf Otto-Schott-Straße. Alles klar. Genau, wünsche mir Glück, vielleicht finden wir ein paar Sachen und dann update ich euch gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt raus. Einiges gefunden, ein paar coole Sachen. Wir gehen jetzt noch ganz in Ruhe ein Eis essen. Und dann zeige ich euch, wenn wir beim Auto sind, einen kleinen Teaser. Und den Rest machen wir ganz in Ruhe zu Hause, würde ich sagen. Aber ich kann nur sagen, war ein Win und einige sehr nice Sachen gefunden. So, ein kleiner Teaser. Und den Rest machen wir nochmal ganz im Detail, wenn wir zu Hause sind. Bis gleich. So Leute, wir sind back home. Ein absolut krasser Tag gewesen. Bevor ich euch die ganzen Sachen zeige, kurze Backstory zu der Dame, wo ich war. Ihre Mutter hat in der Stadt in einem Verlag gearbeitet damals und dieser Verlag hat ganz viel Kram, so wie Adressbücher, Grußkarten, Kalender, etc. verkauft und ganz viele von diesen Artikeln hat die Mutter damals zur Seite gelegt auf den Dachboden und diese wurden jetzt von der Tochter gefunden. Sehr, sehr cool und sie hatte noch viel, viel mehr Sachen, wovon ich gar nicht wusste und ja, dazu zählt dieser Van Gogh Kalender, den hat sie einfach dazu gepackt, weil wir so viele Sachen mitgenommen haben. Sehr, sehr cool aus 1995, T-Neues und ja, ich habe gerade eben schon gesehen, der spiegelt ein bisschen in der Kamera, deswegen nehmen wir den mal runter und fangen am besten an mit den Sachen, die meine Freundin gefunden hat. Sie hat auch ein paar Sachen gefunden, dazu zählen diese zwei kleinen Van Gogh Adressbücher, sehr, sehr cool. Und dann einmal von Peter Lindberg Porträtgrußkarten, sehr, sehr cool, ist der Fotograf, der damals die ganzen Supermodels geshootet hat. Ich kann euch ja mal als Beispiel hier Kate Moss zeigen. Sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Andy Warhol Sachen. Ja, bei den Andy Warhol Sachen sind einige Sachen zusammengekommen. Zum Beispiel haben wir ganz viele von diesen Weihnachtsgrußkarten. Sehr, sehr cool. Aus 97. Ganz viele noch in der Verpackung. Und dann, was ich sehr, sehr cool fand, Deadstock Grußkarten, auch von Warhol. Mit dem Eagle oder dem Astronauten, sollte euch allen was sagen. Sehr, sehr cool. Ein Deadstock Adressbuch von Warhol, auch sehr, sehr cool. Und dann nochmal Grußkarten, Endangered Species. Sehr, sehr geil, zeige ich euch die Rückseite auch nochmal. Sehr, sehr cool. Und dann machen wir weiter mit einem sehr außergewöhnlichen Accessoire, sag ich jetzt mal, oder Artikel. Ein Mauspad von Monet. Sehr, sehr cool. Auch wieder von T. Neues damals rausgebracht. Sehr komisch, aber sehr, sehr cool. Genau. Dann geht's weiter mit Grußkarten von dem Künstler Henri Matisse. Eine wunderschöne Verpackung. Hinten nochmal auch Deadstock, sehr, sehr cool, Seasons Greetings und dann kommen wir zu einem Highlight. Ich wollte davon eigentlich nur eins mitnehmen, aber dann kamen sie auf einmal mit 20 Stück. Keith Haring Mini Adressbücher. Vielleicht werde ich die zu ein paar Orders dazulegen, wenn ihr was bestellt bei mir. Sehr, sehr cool, auch als kleine Notizbücher zu gebrauchen. Aber ja, eins meiner absoluten Highlight-Pieces. Ich liebe dieses Flashige, dieses, wenn die Farben halt sehr rauspoppen, sage ich jetzt mal. Ihr kennt mich da.
Und weiter geht's mit nochmal Andy Warhol. Und zwar Tote Bags oder Beutel, wie ihr das nennen möchtet. Mit der Grafik von Goethe drauf. Grafik kommt aus 82. T. Neues hat das dann in 98 rausgebracht. Hinten Salve drauf und davon nicht nur eins. Nicht zwei. Nicht drei. Sondern vier komplett neue Tote Bags oder Beutel, wie gesagt, wie ihr das nennen möchtet, mit der Goethe-Grafik. Und ja, ihr müsst euch mal vorstellen, wer sammelt sowas und packt es für 20 Jahre weg? Also ich fand das so impressive und ja, bin einfach froh, das zu haben. Sehr, sehr cool. Und dann kommen wir schon zum letzten Piece, und zwar einem Deadstock Backstreet Boys T-Shirt Size XL aus 1997. Und davon nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf Deadstock Backstreet Boys T-Shirts, alle Size XL, alle aus 1997. Sehr, sehr cool. Und da war ich auch einfach nur baff, als sie damit runterkamen. Die Mutter hat wohl sich gedacht, so, mal sehen, was die Zukunft hält. Das sind Ikonen. Und jetzt sind wir aber am Ende. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen baff. Ein absolut krasser Haul, ein absolut krasser Tag. Sehr, sehr geil gewesen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ich versuche euch natürlich auf so einen Trips jetzt immer mitzunehmen, so gut wie es geht zu filmen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt munter, bleibt gesund und tschüss.